Recht herzlich willkommen zur 10. Folge von Stellaris. Ja, wir sind wieder in diesem System hier. Haben letztes Mal noch nach der Forschung geguckt, dass die gemacht wird. Das Forschungsschiff macht das, ne? Konstruktionsschiff. Ja. Da sehen wir den Balken da drüber. Und wir haben hierhin... Ah, da kommt es, glaube ich, an das Kolonieschiff geschickt, genau. Da ist Dimis Prime. Gucken wir Oberfläche rein, wachsen und gedeihen die. 1, 2, 3, 4 Personen sind schon da. Die fünfte ist kurz davor. Ja. Energie ist da, da und da. Jo, müssen wir erstmal so lassen. Hier haben wir schon 36, aber hier, das ist unser Problem für die Aufgabe, ne? Ja. Gucken wir nochmal in die Karte, weil wir wollen ja auch irgendwie größer werden, aber irgendwie gestaltet sich das etwas schwierig mit dem größer werden, ne, oder? Hier war nix, ne? Das wäre eigentlich das, wo ich sagen würde, bringt uns was. Ich habe den Roboter nachher ausgemacht. Das werden wir dann noch schnell nachholen, weil den möchte ich dann doch nicht hören. Der meldet sich dann immer irgendwann und dann ist es eigentlich schon wieder am Laufen zum Aufnehmen. Ja. Ja, das ist alles schlecht hier mit Bewohnbarkeit, ne? Oh. Den haben wir wohl irgendwann übersehen, kann das sein? Das ist doch wohl dann erstmal ein Bereich, wo ich sagen würde, komm, lass uns da mal schnell hin. Ist dann auch erweitert. So, super. Dimis, da ist unser Kolonieschiff. Das ist das Kolonieschiff. Das fliegt ab sofort dahin. In das System. Gut. Pause rausnehmen. Weiter geht's. 90% war das. Krass, oder? Ist da was fertig geworden? Aufräumen abgeschlossen. Okay. Militärmacht. Konstruktionsschiff, ja. Da ist schon die Frage, was dann noch werden kann. Hier ist jetzt, glaube ich, nichts mehr, oder? Mal da hier hin bewegen. Das ist hier schon gebaut. Das ist Dimis Prime. Das ist jetzt hier die Militärmacht. Forschungsstation. Und hier mein Satelliten. Achso. Ne, da brauchen wir das Forschungsschiff für die Anomalie. Die hatten wir ja auch noch vorne. System erkundet. Gut, dann. Geschmolzene Welt. Ne. Nochmal. Das ist außerhalb unseres Bereiches. Dann lass uns gerade das Kolonieschiff machen. Damit das vorangeht, ne? Ins System rein. So, Kolonieschiff. So. Das war der Planet. Kolonisieren. Okay. Untätig. Wo fangen wir an? Planet kolonisieren. Wie war das jetzt, bitteschön? Das ist Kolonieschiff, ja. Ingenieurforschung. Hier unten fehlt's. Achso, war schon offen. Das war gerade, aber...
Planet kolonisieren. Ah, jetzt komme ich hinter. Ja, mir kommt es vor, als ob das hier der beste Platz zur Zeit ist, ne? Weil da ist Nahrung und auch die Mineralien. Nahrung ist sonst nur eins überall. Ja, zack. Name ist gut. Mach mal. So, nochmal zur Forschung. Das war schon richtig ausgewählt. So, verbessertes Raumhafen. Korvettenwerft, Raumhafen 2, Ingenieurlabor. Nanomechanik. Neues Modul, Raketenverteidigungsmodul. Neue Komponente, Atomrakete. Korvettenwerft. Ja. Was machen wir? Kriegsschiffen. Atomraketen, Nanomechanik. Das ist auch nicht verkehrt vielleicht, ne? Kostet Unterhalt produziert. Maschinenbaueinrichtungen sind auf zusätzliche Maschinenbauforschung spezialisierte Einrichtungen. Okay. Raketenverteidigungsmodul hört sich natürlich auch nicht schlecht an, ne? Wir machen mal das. So, da wird kolonisiert. Ist da jetzt eigentlich schon der Einflussbereich vergrößert? Genau. Der wächst auch gerade noch, wie man sieht. Und dann können wir hier noch reingucken. Da haben wir ja auch schon mal hier so einen Stützpunkt gebaut. Militärmacht. Terzam 2. Ja. Gib mir mal die Übersicht. Bewohnbarkeit 30%. Aber wir können erst 40, ne? Genau. Nix. Nix. Da sind 6 Korvetten. Das ist ein Asteroid, der bringt uns nichts. Hier haben wir nur 30%. Und auf dem Mond hier gibt es gar nichts. Äußere Bahner, da ist er. 0%. Und der Mond auch 0%. Hier kann man nichts wohnen. Wie bei Einflussbereich ist auch vergrößert, okay. Das sind die anderen. Okay, das wird schon noch interessant, ne? Haben wir hier schon? Nee. Forschungsschiff, wo ist das? Gehen wir da mal hin. Da steht hier und hat nichts zu tun. Da können wir was Neues machen. Blauer Laser, Erkundungsgeschwindigkeit plus 15, Gravitationssensoren, okay, Forschungsgeschwindigkeit plus 5, Wächterpunktverteidigung. Diese wurden auf Gravitationsänderung im Weltraum eingestellt, wie sie forschen. Und Erkundungsgeschwindigkeit plus 15. Und das ist aktive Gegenmaßnahmen, neue Komponenten, Wächterpunktverteidigung. Gegen Raketen, Kampfschiffe sind für größer und langsam. Bin ich jetzt fast dabei, das zu machen. Okay. 614, das ist nur 460. Wir machen erst das. Fertig. Und dann sind wir hier jetzt unterwegs. Demnächst war da.
So, das war im Randbereich da. Nee, doch nicht ganz woanders. Ich wollte hier hin. Genau. Forschungsschiff? Achso, wir haben noch so eine Anomalie irgendwo. Da ist er. Wissenschaft ist vor Ort. Erforschen. Das bedeutet, das Forschungsschiff soll mal erstmal da einfliegen. Hier in Bewegung. ja. Die sind unterwegs. Danach gehen wir da hin und gucken da weiter. So schaut's aus. Terzan. So, das waren 30%. Ja, 30% hatten wir hier in dem System zweimal. Wir hatten die Militärmacht hier. Das war nix. Da ist noch ein Mond. Haben wir den schon? Ja, der hatte 0%. So, und da war das System, was wir dann erkunden wollten, ne? Ja. Hier grenzen wir natürlich an die Kooperative Dahadarim. Ne, Kooperative of Hadarim. Unabhängig. Krass. 0. Das sind Asteroiden. Karge Welt. Karge Welt. Nix los. Nix und hier auch nix. Auf dem Asteroiden kann man auch nicht wohnen. Gut. So, dann ist da was fertig. Okay. Haben wir New York System die Winkelbahn aufgebaut. So, da wird gebaut und da ist der nächste Schritt. Das ist doch schon mal cool, ne? Und kann weg. Drei Äpfel. Oder drei Nahrung. Ja. Lass die erstmal wachsen. Hier, 0%. So, dann gehen wir mal hier hin. Hier zu, ist das Forschungsschiff schon da? Nein. Da ist es. Erkundung nach bewohnbarem Planeten. Haben wir noch nichts bewohnbar erkundet. Ja, da müssen wir hin. Und da brauchen wir ein Forschungsschiff. Das muss ja bald kommen, oder? Wo ist denn das? Das ist das Forschungsschiff. Ah, jetzt ist es da. Projekt erforschen. Das machen die dann auch, ne? Gut. Okay, gehen wir nochmal hier gerade schauen, was da war. Das ist geklärt, ob wir nach wir nur am Planeten, das müssen wir noch. Das war offen so. Und das. Eine von vier Forschungsstationen gebaut, okay. Das müssen wir noch finden. Und da sind wir bei. Gut. Ja, dann würde ich sagen, die erforschen jetzt die Anomalie, die
neue Welt baut sich aus. Minok, oder wie hieß er? Minok, genau, die bauen sich dann da aus. Und wir müssen gucken, dass wir neue bewohnbare Gegenden finden. Vorzugsweise hier auf der rechten Seite. Gestaltet sich aber etwas schwer, ne? Hier wollten wir auch nochmal reingucken. Wenn wir da natürlich hingehen, freuen die sich nicht unbedingt. Und dann müssen wir gucken, wie wir da weiterkommen. Okay, aber ich würde erstmal sagen, soll reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.